Hey Leute, willkommen zurück bei Sherlock Holmes, ja, Jack the Ripper. Wir wollten uns, nachdem wir einen Anschiss von dem Inspektor Aberline bekommen haben, in Richtung Pappen aufmachen. Und das tun wir jetzt auch. Ich muss mal wieder gucken. Nein, da war nicht. Bordell, nein. Ah, hier, da wird das sein. Wespennest Pub in der Burner Street. Ah! Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Und hier bin ich. Sehr schön, Watson, sehr schön. Wie geht es weiter, Holmes? Wir gehen jetzt in den Pub. Das ist das einzig Vernünftige, was wir in dieser Situation machen können. Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche, im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Da steht Schmiere für uns. Da ist die Bedienung. Reden wir mal mit der. Die mit uns schon zu groß angezeigt wurde. Ah, komm. Ja, Sir? Tja, da ist der Bulling. Ich glaube, mit dem müssen wir reden. Also reden wir mal mit Tom Bulling. Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat. Ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit »Lieber Boss« und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit »Jack the Ripper«. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springheel Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt, sowie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie ihr. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squibby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben, das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squibby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohung an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Genau. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Okay, du bist gewarnt. Leben Sie wohl, Sir. Auf Nimmerwiedersehen. Wir mögen uns gegenseitig nicht. Hey, sind Sie nicht der Gasmann, nach dem Bluto sucht? Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Okay. Nein. Wenn Bluto mich sieht, könnte das sehr gefährlich werden. Okay. Gut, dann schätze ich mal, muss ich wieder raus, oder? Ja, scheint so. Schnell zur Polizeistation, Watson. Wir sind nah am Ziel. Squibby wird uns verraten, was er über Tumblety weiß. Oh. Squibby, nicht mehr im Gefängnis? Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um Sie zu finden. Psst! Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Bluto und dann versuchen, Sie zu finden. Und? Haben Sie mit dem Zeitungsfritzen geredet? Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumblety zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen. Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen. Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumblety ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben. Um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrinst. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen.
Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden. Nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen geleert und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Mm. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt. Liebestöter würde wohl eher passen. Genau. Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das Geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch Gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit Sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechnung mit Bluto begleichen und dann verschwinde ich aufs Land. Was passiert denn da jetzt? Oh. Lipski! Wer ist Lipski? Oh, ist das der Tumble-Tier oder was? Wie? Wo? Mein lieber Watson, wir müssen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Bisher sind wir nicht auf Dr. Tumble-Tier gestoßen, aber die Zeit ist jetzt gekommen. Was denken Sie darüber, Holmes? Wir müssen herausfinden, ob es nur reiner Zufall ist, dass ein Sammler menschlicher Organe und ein Mörder, der besagte Organe entnimmt, zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs sind. Was war denn das gerade für eine Szene? Die habe ich nicht verstanden. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie doch noch Ihren Schlüssel abgeben. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Guten Abend, Dr. Watson. Schlüssel? In der Tat, ich bin's wieder. Einer Ihrer Mieter ist gegangen, ohne seinen Schlüssel abzugeben? Ja, Dr. Tumble. Oh, wer sonst? Über den wir ja bereits gesprochen hatten. Kurz nach Ihrem letzten Besuch hier sind Polizisten aufgetaucht und haben mir einige Fragen über ihn gestellt. Kaum waren sie weg, ist er schon um die Ecke gekommen und in sein Zimmer im oberen Stockwerk geeilt. Kurze Zeit später habe ich während meiner Aufräumarbeiten gehört, wie etwas in seinem Zimmer heruntergefallen ist und jemand die Treppe hinuntergerannt ist. Er ist mit seinen meisten Gepäckstücken auf und davon, aber ohne mir den Schlüssel zurückzugeben. Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Die Tür ist noch offen. Toll, jetzt treffen wir den Tumble-Tee wieder nicht. Aber schauen wir trotzdem mal oben. Ich brauche Informationen. Ah, okay, da war es nicht. Vielleicht ist es dann hier. Nee? Hä? Ah, oh, hier ist was am Boden. Vorsicht, Watson. Bleiben Sie an Ort und Stelle stehen, bis ich diese Spuren genauer untersucht habe. Ich weiß, Holmes, ich weiß. Ich kenne Ihre Vorgehensweise. Gut. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Ihre Lupe dabei. Und ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein lieber Watson. Und was müssen wir da jetzt machen? Ah, okay. Müssen wir jetzt da die Fußlänge messen, oder wie? Schuhgröße 48. Aha. Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Der Mann ist gerannt. Okay. Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Der Mann ist gerannt.
Das ist kein Wasser. Der klebrigen Konsistenz und dem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, wir haben es hier mit Formalin zu tun. Das sind die Fußabdrücke eines großen Mannes, der kurz vorher in Formalin getreten ist und dieses Zimmer überstürzt verlassen hat. Gut, können wir jetzt das Zimmer betreten, Holmes? Ich weiß nicht, ob ich da so erpicht drauf bin, aber wir tun's mal, Watson. Okay. Diese Fußabdrücke gleichen denen, die wir vor der Tür entdeckt haben. Dann wird das hier ja wohl die Formalinlache sein. In dieser Pfütze liegen Scherben eines großen Glasbehälters. Der Mann, der die Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen hat, muss bei seiner Flucht hineingetreten sein. Ah. Das müssen die Fußabdrücke von Squibby sein. Er hat Tumblety geschlagen, woraufhin dieser einen seiner Glasbehälter fallen gelassen hat. Und er ist nach draußen gerannt. Elementar, Holmes. Perfekt, Watson. Okay, jetzt habt ihr euch aber gegenseitig viel gelobt. Ja, den Koffer, den will ich ehrlich gesagt gar nicht aufmachen im Augenblick. Was ist denn hier? Ein Zettel. Brief aus Tumbledys Zimmer. Verstehe ich nicht, wie Sie in diese Lage geraten sind. Ihre leidenschaftlichen Diskussionen über die Rechtmäßigkeit dieses Kriegs hätten mehr als nur einen überzeugen sollen. Ich erinnere mich immer noch daran, wie Sie ihn bei diesem Treffen imitiert haben. Sie haben sich in der typischen Pose hingestellt und gerufen, Vicksburg ist der Schlüssel. Der Krieg kann kein Ende finden, bis wir diesen Schlüssel in der Tasche haben. Wir haben alle geklatscht, selbst Lincoln höchstpersönlich hätte Ihnen wohl applaudiert. In jenen dunklen Tagen gab es nur selten etwas zu lachen. So viele Tote und dann auch noch unser geliebter Präsident. Ermordet von diesem Feigling ließ er sein Leben ganz wie die toten Soldaten beim Sieg von Gettysburg, die tapfer fielen, damit wir am nächsten Tag tatsächlich den Vicksburg-Schlüssel in der Tasche hatten. Auch wenn es dann noch sehr lange gedauert hat, bis der Feind 1865 im Appomattox Courthouse die Kapitulation unterzeichnete. Okay. Oh, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg. Okay. Falls dieser Brief für unseren Arzt bestimmt war, scheint er ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs zu sein. Vicksburg ist der Schlüssel. Interessant. Vicksburg ist der Schlüssel. Hier. Lieber Francis. Brief aus Tumbledys Zimmer, noch einer. Lieber Francis, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ich fühle mich schrecklich, weil eine Fortsetzung unserer Beziehung sowohl meine Ehe als auch meinen Ruf gefährden würde. Daher muss ich wieder.
Dieser Dr. Tumblety fühlt sich eher zu Männern als zu Frauen hingezogen. So viel ist sicher. Der Arzt hat also eine Pistole. Und er würde sie vielleicht benutzen, um von jungen Männern das zu bekommen, was er will. Ja, jetzt bleibt nur noch der Koffer. Tu's nicht. Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Dieser Verriegelungsmechanismus sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Was denken Sie, Watson? Sehen Sie, Holmes, das sind die Namen der Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. Okay, und es hieß ja, morgen haben wir den Schlüssel, Vicksburg. Vicksburg ist der Schlüssel. 0904 1865 Appomattox Courthouse. Okay. Sieg. Und jetzt verzümmerte Vicksburg. Also ich würde mal sagen, vor 65. Vicksburg ist der Schlüssel. Sieg ist der Sieg Gettysburg? Ich weiß nicht. Mal sehen. Oh, okay. 5 Verriegelungen mit jeweils einer 6-stelligen Zahlenkombination. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass die Datumsangaben zu den Schlachten gehören, Holmes. Aber eine fehlt. Eine fehlt. Vicksburg ist das. Was ist denn das? Ach, eine Kombination aus Fahnen und. Aha. Ach, herrje. Ach, da wären aber ein paar Hinweise auch nicht schlecht. Och, herrje. Vicksburg ist der Schlüssel. Ich gehe hier mal raus und schaue mir mal den Artikel nochmal über... immer wieder das Gleiche. Den Artikel über Vicksburg nochmal an. Dokumente. Da war es nicht. Gettysburg. Am nächsten Tag tatsächlich den Vicksburg-Schlüssel in der Tasche hatten. Wann war denn bitte Gettysburg? Am nächsten Tag den Vicksburg in der Tasche hatten. Okay. Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Okay. Ja, Leute, das mit dem Schrank wird noch etwas länger dauern. Deswegen sage ich jetzt hier mal, mache ich einen Cut und wir versuchen dann dieses Rätsel in der nächsten Folge zu lösen, wie auch immer das gehen mag. Also, bis dann. Ciao.